Bonjour, monsieur, dame, c'est un heure sacrée de la musique profane. Guten Tag, mein Hobby ist Altfranzösisch und der Titel dieses Podcasts ist Altfranzösisch und ich beschäftige mich mit dem Thema Musik und dazu möchte ich in der Zeit zurückgehen. Es sind im Wesentlichen drei Bücher aus dem Verlag Fayard, Les Indispensables de la Musique. Zwei besitze ich schon, eins werde ich demnächst kaufen. Das ist das Buch, mit dem ich anfangen möchte. Es Guide de la Musique sacrée et chorale profane, l'âge baroque 1600 à 1750. Fayard, Les Indispensables de la Musique, das ist dieses Buch. Und in dem Buch sieht man auch eine Punzgeige, die von Jungfrauen gespielt worden ist im Barockzeitalter. Erkennt man an der ungewöhnlichen Größe und an dem Punzbogen, der nicht richtig funktioniert. Das nächste Buch, wenn ich hiermit durch bin, wäre dieses hier. Guide de la Musique de la Renaissance, auch wieder mit einer Punzgeige. Das ist eine Renaissance-Geige, die ist noch größer. Die Punzgeige ist vor allem dazu da gewesen, um Eunuchen zu begleiten und zu quälen. Die waren nämlich sogar für Eunuchen relativ hoch. Und das ist die ältere Version. Die ist ein bisschen größer und das Bild sieht auch ein bisschen anders aus. Es sind auch weniger. Man sieht hier auch die Eunuchenschuchtel auf dem Bild. Fällt mir gerade so auf. Die haben auch alle so knabenhafte Gesichter und da steht die ungefickte Punz dabei. Und hier sieht man eine Dame alleine, die auch diesem damals vorherrschenden Schönheitsideal frönt. Die hat genug Kleidung an, die hat noch einen Stoffüberwurf, der dafür sorgt, dass ihr nicht kalt wird. Da sitzt sie auch mit dem Popo drauf. Die ist dick genug, aber nicht zu dick. Und die hat Beschäftigung, die macht Musik mit der Punzgeige. Ich weiß, die hieß damals auch noch nicht Punzgeige, die größere. Hier gibt es auch ein Verzeichnis der Musikinstrumente. Wahrscheinlich findet man die da. Ich nenne das trotzdem Punzgeige. Ich kenne das so. Das ist dieses Buch. So, das Ganze soll nicht großartig länger als eine Stunde dauern, deshalb stelle ich mir hier die Eieruhr, die geht nur bis 55 Minuten. Und spätestens, wenn die klingelt, mache ich Schluss. In der letzten Folge habe ich ein bisschen früher aufgehört, da habe ich das andere Buch rausgepackt. Das kommt direkt aus Frankreich, habe ich nur gebraucht bekommen. So, bei diesen Büchern, weil die aus dem Verlag Fayard sind, hat der französische Staat einen Daumen drauf, deshalb muss man immer die letzte Seite aufblättern. Das ist die hier. Ich kann das auch nochmal zeigen. Und man muss vorlesen, was da steht. Achevé dans premier en janvier 12, nicht 12, 2018. Sur le presse numérique de l'imprimerie Maury SAS ZI des Antes 1200 Millions. Das Ganze kommt von einer französischen Notenpresse und die ist 2001, im Januar 2018 für das Drucken dieses Buches eingerichtet worden. Das Depot legal, die Genehmigung des Druckstockes erfolgt im Juli 2008 und das Buch hat eine einmalige Nummer, weil es von der Notenpresse kommt, also von der Gelddruckerei. Das ist L17-75398G. Also das Buch hier hat eine andere Nummer. Damit beschäftige ich mich aber nicht, deshalb lese ich das nicht noch vor. Das Buch hat einen Klappentext und weil mein Französisch eingerostet ist und ich lange nicht mehr Französisch gesprochen habe, möchte ich den gerne vorlesen.
Ce guide de la musique sacrée et chorale profane prend place dans cette vaste exploration de l'ensemble du répertoire musical qui s'est fixé pour tâche la collection Les Indispensables de la musique. Étant donné l'ancienneté et l'ampleur de ce domaine de la musique, trois volumes parcourant les siècles depuis le Moyen Âge jusqu'à nos jours ne seront pas de trop pour en faire le tour. L'âge baroque à quel est consacré ce volume est certainement en cette matière. L'une des périodes les plus riches est celle à laquelle notre époque porte le plus d'intérêt. Chaque année voit la révolution de nouveaux chefs d'œuvre oubliés jusque-là, et c'est l'un des mérites de ce guide de participer à cette entreprise de redécouverte. Pas seulement, hoffentlich, en français, redécouverte heißt wiederentdecken. L'appellation musique sacrée recouvre les compositions de destinés à liturgie, en briquet messe vêpre, briquet terminé, les œuvres reposant sur les textes bibliques, en briquet psaume, briquet terminé, ainsi que sur des sujets empruntés à l'Ancien et au Nouveau Testament. Empruntés, alors. Naja, den Lesbom aus dem Kloster kommt das hoffentlich leichter über die Lippen. Ou encore célébrons certains épisodes de la vie de la Vierge et des Saints. Il s'agit aussi bien d'ouvrages pour voix ou partie soliste. En briquet, les sons de ténèbres, briquet terminé, que pour chœur a cappella ou avec orchestre, en briquet, messe, cantate, oratorio, motette, briquet terminé. Boah. Ich mach mal eben das Fenster auf. Tout naturellement, les œuvres de musique profane recouvrant à des ensembles vocaux analogues ont ici associé. Das ist der Teil, der mich am meisten interessiert. Da sind nämlich auch œuvres, heißt Werke de la musique profane, Werke der weltlichen Musik aufgeführt. Et chorale profane steht hier. Et de la chorale profane wäre altfranzösisch. Man kann eine Sprache auch verunstalten, mehr sage ich dazu nicht. Wow. C'est ainsi qu'on trouvera de ce guide aussi bien l'analyse du Magnificat de Bach que celle de sa cantate du café. Du Messie aussi bien que de Semele de Händel. Jean-Sébastien Bach, en briquet, dont chacune de 210 cantates fait l'objet des commentaires, briquet terminé. Monteverdi, Händel, Marc-Antoine Charpentier, Purzel, Schütz, Voisignon, avec quelques 100 autres compositeurs, parmi lesquels Vivaldi, Rameau, Lalande, etc. Trésor inestimable où s'expriment les sentiments religieux et l'ardeur spirituelle de toute une époque, qu'il soit catholique ou protestant, cet immense répertoire est ici présenté.
commenter et analyser dans toute sa richesse et sa diversité. So, das ist der Klappentext. Gleich mache ich auch das Fenster wieder zu, weil mir kalt wird. Habe ich hier noch? Ich habe hier noch kalten Kaffee. GEW, die größte Scheißgewerkschaft der Welt. Muss ich immer dazu sagen. Ich habe da eine Zwangsstörung. Noch beschissener als die GEW ist der Rechtsschutz der GEW. So. So, in diesem Buch, wo ich das Inhaltsverzeichnis gesucht habe, ich habe es nicht gefunden, es ist eher was zum Blättern, gibt es ein Avant-Propos, da habe ich angefangen drin zu lesen, da wird auch vorgestellt, was in dem Buch vorkommt. Geht es los damit, dass Barockkomponisten in alphabetischer Reihenfolge den Nachnamen nach vorgestellt werden. Und ich habe mit Blättern angefangen. Und ich bin angekommen bei C. Giacomo Carissimi. Das ist schon die Seite 268. Was mich auch interessiert hat, ist ganz am Ende gibt es ein Glossar. Glossaire, ce glossaire propose des définitions volontairement simplifiées des principaux termes techniques rencontrés au cours de cet ouvrage, sans prétention d'exhaustivité et pour le plus de clarté. On s'est borné ici aux seules acceptions prises par ces mots dans le présent. Livre. Im Glossar geht es halt darum, dass die wichtigsten technischen des principaux termes techniques rencontrés, die wichtigsten technischen Terme, Wörter, die einem in diesem Buch begegnen oder diesem Werk, in dem Rundgang dieses Werkes begegnen, kurz vorgestellt und vereinfacht definiert werden. Es ist auch wieder eine sehr französische Sprache, die einem da begegnet. Damit werde ich mich danach beschäftigen. Dazu werde ich auch mein einsprachiges Wörterbuch aus dem Keller holen. Anders habe ich das Gefühl, dass ich manchmal nicht zurechtkomme. Und es kann sein, dass wenn ich hier was vorlese, ich auch wieder auf diese Definition zurückgreife und versuche, das zu erklären. Ich weiß noch nicht, wo ich anfangen möchte. Also ich habe schon eine Idee, aber das können Sie dann schauen. So, ich mache jetzt erstmal das Fenster zu und dann geht es mit Giacomo Carissimi weiter. Also, Giacomo Carissimi, eine Schwuchtel mit einem geplanten Leben, ist 71 Jahre alt geworden, nicht ganz, er ist 70 geworden und am 12. Januar gestorben, geboren der 18. April. Sie waren nicht so gnädig, dass sie das Todesdatum verschwinden lassen haben, die kirchlichen Chronistinnen und Chronisten. In der Nähe von Rom geboren, am 18. April 1605, gestorben in Rom am 12. Januar 1605, geboren in der Nähe von Rom, Baptiste Amarino in
Marino getauft, Baptista Marino Prederom. Ach, hier steht nur das Taufdatum, nicht das Geburtsdatum. Baptisé a Marino Prederom le 18 avril 1605, also in Marino in der Nähe von Rom am 18. April 1605 getauft. Gestorben in Rom am 12. Januar 1674. On ne sait presque rien de ses premières études musicales. Man weiß nichts über seine ersten musikalischen Übungen. C'est en 1623, 1623, qu'il commença sa carrière comme chanteur de la chapelle et de la cathédrale de Tivoli. Der hat im Tivoli angefangen. Da war der 18. Ist der Schule in den Tivoli gesteckt worden. Na dann. 2 Jahre später Organist geworden. Dann hat er wahrscheinlich dem geplanten kirchlichen Schwuchtelleben zugestimmt und durfte dann Organist werden. So, Limes, der hat Messen geschrieben. Missa accinque aeta novem, Messe ut ceant laxis. Für Sopra. Ich weiß jetzt nicht, ob Sopra Schwuchtelstimmen sind. Da müsste man jetzt einen Experten oder Expertin für, das steht hier nicht mal mehr drin, bloß sehr Kirchenmusik zu. Ich vermute, dass das Schwuchtelstimmen sind. Sopra. Messe parodiis cioltur havean del alte sponde. Vier, fünf Stimmen und in Moll geschrieben. Meslom Armee. Trois coeurs de quatre voix mixtes, 12 Partien. Drei Chöre, jeweils vierstimmig. Es ist auf Französisch und Messe des bewaffneten Menschen. Da gab es sicherlich Streit mit Frankreich und dann ist sowas in Auftrag gegeben worden. Ist vielleicht ganz interessant, sowas. Dann gibt es Messe à trois voix. Ist wahrscheinlich dann das, was aufgeführt worden ist, weil es wieder Frieden gab, kommt direkt danach. Sowas ist interessant, kann ich mir auch mal. Weiß nicht, ob man da an Noten kommt oder Aufnahmen. Naja, momentan fehlt mir auch das Kleingeld dazu, sowas zu besorgen, aber wenn ich an sowas rankomme. Und dann gibt es hier Motetten. Audite Sancti. Mortalis homo quid non ricordares hodie Simon Petrus. Oder hodie Simon Petrus, keine Ahnung. Domine Deus meus
Les Contacts. Stiolto Hivan del Alte Sponde. Ferma Laschia Chior Pauli. Lamento de Maria Stuart. Das ist auch mal interessant, kann ich mir auch mal ein Zeichen machen. Das ist ein weltlicher Gesang. Gibt es in der Kopie? Also in der Originalabschrift. Sowas ist selten. Noten wurden damals relativ schnell. Geändert, weil sich auch das Notationssystem geändert hat. Das ist dann überliefert, aber folgt dann unserem heutigen Notationssystem. Ansonsten gab es verschiedene Systeme, die nebeneinander existiert haben. Steht aber auch hier in dem Buch sicherlich was zu drin, in diesem La musique de la Renaissance. Mit der Renaissance-Geige. Nicht von der Punz gespielt wird, aber die haben auch einen Punzbogen. Ich nenne sowas trotzdem manchmal Punzgeige. So glücklich gefickt sieht die Alte auch nicht auf dem Bild aus. Ich zeig's nochmal. Les Oratorios, wir sind immer noch bei Giacomo Carissimi. Les Oratorios um Histoire Sacrée, die der heiligen Geschichte folgen. So ist es eigentlich auch immer interessant zum Aufführen. Ich kenne die aber alle nicht. Ja, das ist. Das ist schön. Ich weiß nicht warum. Balthasar, dann Judicum Extremum, Ezekia, Jefte, Jonas, Judicum Salominis, Diluvium Universale, Historia di Abraham et Isaac, Via Frugi a Pater Familias, Historia di Job. Könnte man so auch mal aufführen. Ich bin ja noch nicht untergekommen. Ich wusste auch nicht, dass der sowas komponiert hat. Naja. Es steht ja auch hinten auf dem Klappentext, dass es da viel wieder zu entdecken gibt. Dann gibt es Les Oratorios Volgare. Les Oratorios Volgare en Italien. Das sind die italienischen Oratorium Sancta Maria Virgini, Daniele. Daniele, ein italienischer Schwuchtelname. Man kann Solesmen und Schwuchtel benennen. Les Oratorio Latin, Ezekia, Balthasar, Jefte. Und dann endet das hier mit Jefte. Gut. Dann kommt Emilio de Cavalieri. Ne a Rom ver 1550. Mort en cette même ville le 11 mars 1602. Der ist auch interessant, weil der die Übergangszeit zwischen Renaissance-Musik und Barockmusik kennzeichnet. Und wenn man sich hier anguckt, die Besetzung bei Carissimi, da ist auch vieles noch sehr renaissancehaft angehaucht, auch wenn klar ist, dass es sich um kirchliche Schwuchtelmusik handelt. So, bei dem Herrn ist das genaue
Geburtsdatum nicht bekannt, aber das genaue Todesdatum, das ist dann auch geplant gewesen. Das wird dann auch vorzeitig in die Kirchenpapiere eingetragen. C'est gentilhomme romain, fils d'un architecte ami de Michel Ange. Et l'un des artistes le plus éclectique de sa génération fut simultanément compositeur, chanteur, organiste, danseur, Choreograf, Administrateur et Diplomat. Den haben sie sogar ins Ausland geschickt als Diplomaten, zu gut Deutsch. Der konnte weg, den könnt ihr umbringen, der ist schwul. Steht auch C'est gentilhomme romain. Möchte ich jetzt nicht übersetzen. Kann ich mal im einsprachigen Wörterbuch nachschlagen, was da dazu steht. Lamentation heri me prophetae. So. Vielleicht für die Kirche von St. Nicolae Pies. Wird hier noch eine Sängerin aufgeführt. Ich weiß ja gar nichts so. La Repräsentazione di Anima e di Corpo. La Repräsentazione di Anima e di Corpo hört sich auch noch stark nach Renaissance an. Naja, es sind die beiden Werke von dem aufgeführt. Wie gesagt, das ist der Übergang Renaissancezeit, Barock. Und dann gibt es hier Pier Francesco Cavalli, habe ich schon mal gehört. Ne a crema le 14 février 1602, mort à Venise le 14 janvier 1600. 70, 70, 6, 76. Also, wow. Ich kann das mit den Zahlen nicht so gut auf Französisch. Geboren in Crema am 14. Februar 1602, gestorben in Venedig am 14. Januar 1600. 76, auch ein geplantes Schwurterleben. Hat sogar noch einen neuen Namen gekriegt. Pier Francesco Cavalli hieß eigentlich Pier Francesco Calette Bruni. Der war der Familie so toll, so peinlich, dass so schwul peinlich, dass die dafür bezahlt haben, dass der einen anderen Nachnamen kriegt. In der Tradition von Federico Cavalli. 1616 nach Venedig gekommen. In der Basilica Saint-Marc. Dont le maître de capelle n'est autre que Claudio Monteverdi. Aha. Er hat also unter Monteverdi da angefangen zu dienen. So. Wenn man sich für Monteverdi interessiert, kann man sich das sicherlich auch reinziehen. So. Dann kommt hier ein Spanier, Juan Cerreros. Nee, Cerreros. Cerreros. Cerreros.
Juan Cerreros, Nea Martorell in Katalonien, um 1618 gestorben, im Kloster von Montserrat 1680. Das ist zum Beispiel kein Schüler gewesen. Da haben die nur die Jahreszahlen aufgeschrieben und 1680 heißt, der ist ins Kloster gegangen und dann nicht mehr rausgekommen und der ist über 60 Jahre alt geworden. Das heißt, man sagt manchmal, bei dem muss ich hinter der liebe Gott entschuldigen. Das war garantiert so einer. Das ist wenn so jemand dann noch Musik machen durfte, es ist relativ selten vorgekommen. Und die Kirche ist halt gnädig, deshalb steht da auch die glatte Jahreszahl 1680. Kann auch gut sein, dass er 1690, 1697 oder sowas gestorben ist. Sowas wird dann in den Büchern angepasst. Œuvre en langue latine, Missa de Battaglia. Sowas ist bestimmt auch schön, wenn das aufgeführt wird. Das ist dann mit Pauken und so weiter. Renforcer les instruments de fanfare, les mots bataille, so. Sowas hört man hier auch praktisch nie, finde ich schade. Wie gesagt, da gibt es dann auch noch ein bisschen was zum Wiederentdecken, mache ich auch mal einen Strich dazu runter. Das ist bestimmt auch interessant. Die müssten wahrscheinlich dann auch gut sein, sonst hätten die das mit dem Kloster und der gelangten Jahreszeit als Todeszeitpunkt nicht zukommen lassen. Das ist dann die Gnädigkeit der Kirche. Missa de Gloria. Missa pro defunctis a sept voix. Das ist nicht einfach zu komponieren, sowas was die mit sieben Stimmen. 10 Partien introit Kyrie graduel sequenza offertoire sanctus motet heimi agnus de communion de pont libera me. Manches ist kursiv geschrieben, anderes nicht. Kann sein, dass das nur in Teilen überliefert ist. Sowas gefällt mir nicht so. Hier, Missa de Battaglia ist bestimmt schön. Regina Caeli. Œuvre en langue vernaculaire. Vio io mas ya no vivo, je vis mais je ne vis plus. Ich bin zwischen Leben und Tod. Vernaculär, weiß ich jetzt auch gar nicht, was das heißt. Ist schon polyphon. Naja, das ist halt definitiv dann keine. Pues para en la sepultura. On voit à la sépulture, peu différent de l'esprit de Iosset, œuvre aux quatre voix de soprano alto ténor, affiche son autonomie structurelle par l'absence des. Hoppas. Keine Ahnung, was das alles heißt. Naja, habe ich noch ein bisschen was zu lernen. So, dann geht es weiter mit einem berühmten Franzosen, Marc-Antoine Charpentier, auch nicht schul gewesen.
Da ist das genaue Geburtsdatum gar nicht klar. Das ist Jahr 1643, 44, also in Paris, der Hauptstadt von Frankreich. Der war durch und durch heterosexuell in der gleichen Stadt gestorben. Das genaue Datum steht fest, 1704. Das sind dann genau 60 Jahre bzw. 61. So will die Kirche das haben, wenn jemand so funktioniert, wie das von der Gesellschaft vorgesehen ist, kriegt man solche schönen Geburts- und Todesdaten von den kirchlichen Chronisten. Les informations manquent sur sa jeunesse et sa formation. Die Pubertät hat man auch unter den Tisch fallen lassen. Also der hat funktioniert und Kinder gezeugt, so wie die Kirche das will. Il aurait été selon Patricia Randomon. Der Name der Mutter ist so gefallen. Fils d'un maître copiste et aurait vécu dans l'entourage de Guise. Dann wird der Name des Vaters nicht aufgeführt, aber der Beruf des Vaters noch mehr heterosexuell und gesellschaftsverträglich. Toutes les sources concordent pour affirmer qu'il séjourna assez longtemps à Rom vers 1665 oder après il mécure, il aurait aussi, muss ich dann mal wirklich ins einsprachige Wörterbuch gucken, damit ich hier Marc-Antoine Charpentier gerecht werde. So, ich will ja jetzt auch keinen Blödsinn zu erzählen. Also, wie gesagt, der Name der Mutter steht fest, es ist klar, welchen Beruf der Vater hatte, das Geburtsdatum ist auf 2 Jahre ungenau und er ist nicht zu alt geworden in den Kirchenbüchern, das heißt, er hat ein vorbildhaftes Leben geführt und er ist so ungefähr 60 bis 61 geworden, das heißt, er hat sich auch auf Kommando vermehrt. Die Kirche schätzt ihn und wahrscheinlich wird Marc-Antoine Charpentier deshalb öfter mal aufgeführt. So. Dann gibt es hier Oratorien und sogar ein Werkverzeichnis. La Mature de Saint-Cécile. Und dann gibt es hier auch La Peste Milane, Pestis Mediolanensis. Sowas ist in meinen Augen immer mit das Interessanteste, weil es sich auf historische Ereignisse bezieht. Wird aber auch leider selten aufgeführt. Ist vielleicht auch interessant, wenn man da mal rankommt. Extremum judicum deo, le jugement dernier. Morosaurus et Jonathan E, le mort de Saul et de Jonathan. Josué. Le Combat de Saint-Michel, Praedium Michaelis. Ist auch wieder so ein historisches Sache. Da gibt es bestimmt auch historische Chroniken zu. Wäre interessant, wenn sowas mal aufgeführt wird. Passiert aber nur ganz selten. Le Renement de Saint-Pierre. Caede Sanctorum Innocentium, le massacre de Saint Innocent.
Il est malheureusement incomplet puisque toute la seconde partie est perdue. Das ist dieses, Le Combat de Saint-Michel. L'œuvre fut composée vers 1683 sur un livre tiré de l'Apocalypse et narrant le combat de Saint-Michel et du dragon. Also es geht um ein Buch, das also es gibt keine Schlacht von Saint-Michel, die dem zugrunde liegt. Sogar ich weiß, dass es da so dermaßen geknallt hat, als die angefangen haben, so eine Scheiße aufzuschreiben. Aber wenn die Kirche das so haben will. Müsste man wirklich mal irgendwo nachfragen, wo französische Geschichtsforschung stattfindet. Und das Werk ist halt nicht komplett, kann man zu Ende komponieren und das dann aufführen. Sowas ist auch interessant. Canticum pro Pace, Canticum pro la Paix. Gesang für den Frieden. Wir sind immer noch bei Marc-Antoine Charpentier. Hier noch ein Cantique en l'honneur de Saint-Louis, roi de France, in honorem Sancti Ludovici Regis Galliae Canticum. Hat hier auch. In optium gallorum regine lamentum. Lamentation à l'honneur de la très auguste et très pieuse reine de France. Ist aufgeführt worden zu Ehren der, das ist auch interessant, weil es einen historischen Bezug hat, der Beerdigung von Maria Theresa. Königin von Frankreich. Es gibt Leute, die behaupten, dass die französische Revolutionsbewegung mit dieser Beerdigung angefangen hat. 1683 und dann haben sich die Ereignisse überschlagen. Les Leçons des Ténèbres, die sind relativ bekannt. L'office qui se chante, le soir du mercredi, jeudi et vendredi. Da wird der Abend von Mittwoch, Donnerstag und Freitag Merkel ist so. Weiß ich gar nicht genau. Ich gucke die Wochentage auch nach, bevor ich hier was Falsches erzähle.
Geht noch weiter, da gibt es jede Menge zu. Und ich habe keine Lust mehr. Es müsste auch so ungefähr eine Dreiviertelstunde sein. So, tschüss. Es geht weiter mit Louis-Nicolas Clermont-Bleu. Kenne ich nicht. Die genauen Daten stehen auch fest. Das ist eine Schwuchtel. Thank you.